Noch nie ist ein Asteroid dabei beobachtet worden, wie er so nah an der Erde vorbeigeschraubt ist. Fast wäre er sogar auf der Erde niedergegangen. Und die Gefahr ist hoch, dass schon bald ein größerer Asteroid auf der Erde einschlägt. Denn Asteroiden sind gar nicht so selten, wie manche Leute glauben. In kosmischen Maßstäben befinden wir uns quasi in einem regelrechten Asteroidenbombardement. In den letzten Jahren wurden sogar 2 Asteroiden entdeckt, die kurz danach auf der Erde niedergingen. Klicks um Science and Future. Hier gibt es 3-mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Auch das ist ein Zukunftsszenario, wie ich es ähnlich bei vielen anderen Phänomenen beschreibe in meinem neuen Buch Per Aufzug in den Weltraum. Der Link ist hier unterm i oder unten in der Videobeschreibung. Denn viele Gefahren, Chancen und Möglichkeiten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Realität und zwar schon bald in der nahen Zukunft. Eine Pandemie, okay, die ist jetzt schon Realität geworden, Quantencomputing und künstliche Intelligenz, der Flug zum Mars, der Kontakt mit Alien, künstliches Fleisch und mit ihm das Ende der Tierzucht und so weiter und so fort. Und der Einschlag eines größeren Asteroiden, der wird auch schon bald passieren und jetzt ist es ganz knapp nicht passiert, so knapp wie noch nie, zumindest beobachtet. Dabei gibt es ein großes Missverständnis. Asteroiden sind keine Seltenheit. Die Erde befindet sich in kosmischen Maßstäben in einem Asteroidenregen. Ständig schwirren uns die Brocken tatsächlich um die Ohren. Dabei war der Einschlag oder beinahe Einschlag in Chelyabinsk der bisher bestbeobachtete aller Zeiten und errichtete eine Menge Schäden an. Dabei war dieser Asteroid gerade einmal 20 Meter groß. Dennoch wurden bei der Druckwelle rund 1500 Menschen verletzt und zahlreiche Gebäude beschädigt. Solche kleineren Felsen können also beim Einschlag örtlich gewaltige Schäden anrichten. Und Achtung, die Gefährdung steigt mit der Größe exponentiell, weil das Volumen der Kugel sogar nicht nur zum Quadrat, sondern eben sogar hoch 3 steigt. Es geht ja um 3 Dimensionen. Das Volumen einer Kugel wird mit 4/3 mal Pi mal Radius hoch 3 berechnet. Wer Lust hat, kann das ja mal für verschiedene Radien berechnen. 55 Meter zum Beispiel. Also wie viel mal größer ist das Volumen, wenn der Radius 10 mal größer ist? Da kommen schon ziemlich beeindruckende Zahlen und vor allem eine sehr beeindruckende Steigerung zustande. Und je kleiner ein Objekt ist, desto größer ist der Brems- und Erhitzungseffekt unserer Atmosphäre. Kleinere Meteore schaffen es meistens nicht mal bis zum Erdboden. Und auch der jetzt so knapp an der Erde vorbeigeflogene Brocken 2020 VT4 hätte es wahrscheinlich nicht zum Erdboden geschafft. Trotzdem war seine Distanz nur absolut minimal. Asteroiden sind ja ein Überbleibsel von der Entstehung unseres Sonnensystems. Die meisten von ihnen ziehen glücklicherweise weit entfernt von der Erde ihre Runden um die Sonne zwischen den Planeten Mars und Jupiter im Asteroidengürtel. Andere eben aber dann doch nicht. Die Erde ist ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden. Viele Objekte sind klein und verglühen in der Atmosphäre, ohne dass wir es bemerken. Dass ein Himmelskörper in die Atmosphäre eindringt und explodiert oder einschlägt, kommt allerdings viel, viel öfter vor, als wir denken. Wie oft das in den letzten Jahren pro Jahr passiert ist, wurde vor einigen Jahren untersucht. Wir hatten darüber berichtet, 26 Asteroiden sind im Laufe von 13 Jahren auf der Erde eingeschlagen. Forschende hatten die Idee, beim weltweiten Atomtest Stopp-Überwachungsnetzwerk nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab. Und es waren 26. Lediglich ein Einschlag wurde dabei vorhergesehen. Alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel. Genauso wie der jetzt entdeckte, erdnächste, beobachtete Asteroid. Jedes Jahr schlagen also 2 Asteroiden hier auf der Erde ein. Bisher hatten wir bei diesen Einschlägen großes Glück, denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, Wüsten oder sonstigen unbewohnten Gebieten ein und verdampften bereits in der Atmosphäre. Dass jetzt dem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist ein mega wichtiger Schritt, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu schützen. Eine wahnsinnig wichtige Zivilisationsleistung, ohne die wir auf Dauer nicht überleben würden. Wir haben ja über die Bennu-Asteroiden-Mission berichtet, wo jetzt ein Programm startet, um die Bahn dieses Asteroiden so abzulenken, dass er nicht auf der Erde einschlägt. Und das wäre bei Bennu mit seinen 500 Metern Durchmesser und 87 Millionen Tonnen Gewicht eine absolute Katastrophe. Die Sonde OSIRIS-REx hat den Asteroiden jetzt gerade detailliert gescannt und kurz auf Bennu aufgesetzt und sogar Proben entnommen, die dann Anfang nächsten Jahres zurück zur Erde geflogen werden und dann hier in Laboren untersucht werden können. Aber schon jetzt wissen wir viel mehr über die Zusammensetzung des Asteroiden. Als die Raumsonde nämlich bei Bennu ankam, entdeckte sie ein extrem seltsames Phänomen. Immer wieder
hoben kleine Gesteinsbrocken vom Asteroiden ab, sie umkreisten ihn und fielen dann wieder auf ihn zurück. Das war, als wenn jemand auf der Oberfläche diese Murmeln eigens hochwarf, damit wir ihre Bahn verfolgen konnten. Unsere Kollegen konnten dann aus ihren Flugbahnen auf das schwere Feld von Bennu schließen. So Daniel Scheres von der University of Colorado in Boulder. Dieser Umstand war für die Forschenden ein Riesenglück, denn jetzt wissen sie viel besser als bisher, wie der Asteroid zusammengesetzt ist. Er ist nämlich wie ein Macaron. In der Mitte und am Äquator ist es weich und er besteht aus Geröll, während er oben und unten härtere Kappen besitzt. Obwohl, vielleicht ist es sogar mehr als weich im Zentrum oder weniger, je nachdem, wie man es sieht. Es scheint, als wenn es im Zentrum einen Hohlraum gibt, in den mehrere Footballfelder hineinpassen würden. So Scheres. Im Laufe der Zeit, so die Vermutung der Forschenden, hat sich wohl das härtere Gestein nach außen verteilt und das Geröll blieb im Inneren. Dadurch wird der Asteroid instabil, was dazu führen könnte, dass Bennu irgendwann auseinanderfliegt. Allerdings wird das nicht vor einer möglichen Kollision mit der Erde passieren, die ist nämlich nicht unwahrscheinlich. Bennus Bahn haben wir bis ins Jahr 2135 vorausberechnet, dann wird er sich der Erde bis auf ungefähr 280.000 Kilometer annähern. Danach ist sein weiterer Kurs unsicher, da er davon abhängt, wie nahe er der Erde wirklich kommt und wie stark sie seine Bahn verändert. Unseren Analysen zufolge könnte er beim nächsten Mal im Jahr 2167 mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2700 auf der Erde einschlagen. Eine Studie aus 2009 berechnete eine Serie von möglichen Zusammenstößen mit der Erde zwischen 2169 und 2199. Doch die genaue Wahrscheinlichkeit für eine Kollision, die war bisher nicht wirklich zu beziffern, denn die physikalischen Eigenschaften des Asteroiden waren noch weitestgehend unbekannt. Das hat sich jetzt geändert und es kann genauer gerechnet werden. Dabei ist er nur einer von 870 Objekten, die in den nächsten 100 Jahren auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Das hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA berechnet und das sind nur die Objekte, von denen wir wissen. Dazu Stefan Ulameck vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in einem Interview mit golem.de. Die Frage ist überhaupt nicht, ob wir wieder getroffen werden. Die Frage ist, wann wir wieder getroffen werden. Doch das Aufspüren und Untersuchen, wenn es denn gelingt, wie bei Bennu, ist nur ein erster entscheidender Schritt. In einem zweiten Schritt muss es auch darum gehen, aktiv zu werden und Strategien zur planetaren Verteidigung einsetzen zu können. Fachleute sind der Ansicht, dass bei Asteroiden ab einer Größe von 50 Metern über eine Ablenkung nachgedacht werden muss. Und genau dabei könnte die erste planetare Verteidigungsmission überhaupt helfen, die DART-Mission. Nochmal zur Erinnerung. DART steht dabei für Double Asteroid Redirection Test. Wir haben schon darüber berichtet. Dieser soll einschlagen und zwar auf einem erdnahen Doppelasteroiden 65803. Aufgespürt wurde dieser vor 24 Jahren, 1996, und Astronomieteams checkten ziemlich schnell, dass es sich bei diesem Objekt um einen Doppelkörper handelt. Deswegen sein Name Dydymos, denn das ist die Bezeichnung, die griechische Bezeichnung für Zwilling. Der größere Brocken von beiden hat einen Durchmesser von 780 Metern, der kleinere einen Durchmesser von etwa 160 Metern. Dieser kleinere Mond wird manchmal auch als Didymoon oder Dimorphos bezeichnet. Bisher wissen wir, dass Dimorphos den größeren Körper in einer Entfernung von etwa 1,1 Kilometern umkreist und für eine Umrundung rund 11,9 Stunden benötigt. Und um das direkt einmal klarzustellen, das Zielobjekt ist aktuell keine Bedrohung für unsere Erde. Das NASA-Manöver dient lediglich dazu, uns für den Ernstfall vorzubereiten. Bei dem Experiment im Fokus der kleinere der beiden Brocken, denn hier möchte die NASA ihre Raumsonde DART einschlagen lassen und so seine Bahn verändern. Konkret sieht der Plan so aus, mit einer Geschwindigkeit von 23.000 Kilometern pro Stunde soll DART auf Dimorphos treffen. So soll ein Impuls auf den Himmelskörper übertragen werden, sodass nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern auch seine Bahn leicht verändert wird. Durch den Aufprall wird Material von der Oberfläche aufgeschleudert. Dadurch soll es einen zusätzlichen Impuls geben, wodurch dieser Effekt verstärkt wird. Bisherigen Berechnungen zufolge könnte es zu einer Veränderung der Bahngeschwindigkeit von etwa 0,4 mm pro Sekunde geben. Klingt zunächst einmal nach einer minimalen Veränderung. In 3 Sekunden sind das aber 1,2 mm, die da zusammenkommen. In 10 1,2 cm, in einer Minute 7,2 cm, in 10 72 cm, in einer Stunde 4,5 Meter, in einem Tag 100 Meter und so weiter. Also locker messbar. Fachleuten zufolge wäre eine solche Neuausrichtung groß genug, um sie mit Teleskopen von der Erde aus zu messen. Dieses Manöver würde uns damit endlich zeigen, ob wir mit solch einer Mission tatsächlich auch einen Asteroiden, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet, erfolgreich
umlenken könnten. Denn fest steht, schon eine kleine Flugbahnänderung eines Asteroiden könnte das Fortbestehen der Erde sicherstellen. Und in diesem Fall wären es sogar mehrere Kilometer pro Jahr Bahnveränderung. Und je nach Flugbahn wird dieser Abstand ja dann bis zur Erde vervielfacht. Für die Fachleute ist dieses Experiment ganz besonders spannend und spektakulär, denn es handelt sich um den ersten Himmelskörper, dessen physikalische und orbitale Eigenschaften von Menschenhand verändert werden. Die zur Mission gehörige Hera-Sonde wird von dem Satellitenbauer OHB Systems AG in Bremen gebaut und bekommt dafür von der ESA etwa 130 Millionen Euro. Hera soll im Oktober 2024 starten und weitere zwei Jahre später, also 2026, das Ziel Didymos erreichen. Mithilfe von Hera soll dann genauer untersucht werden, welche Effekte der Aufprall auf Dimorphos hat. Die Sonde ist nach Angaben der ESA etwa so groß wie ein Schreibtisch. Der offizielle Plan sieht vor, dass die Sonde 6 Monate lang Daten sammeln soll. Es wird nämlich auch höchste Zeit. Denn Fachleute warnen immer wieder vor der Bedrohung aus dem All und plädieren für eine weltweite Zusammenarbeit für den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Maßgeblich an der Entwicklung und der Forschung dieser Themen beteiligt ist die NASA-Behörde namens Planetary Defense Team. Noch im Sommer 2018 hatte die NASA ein ausführliches Strategiepapier zur Asteroidenabwehr vorgelegt. Demnach müssen dringend Möglichkeiten entwickelt werden, mit denen die Flugbahn von Gesteinsbrocken beeinflusst werden können. Wichtig sind vor allem zwei Sachen. Erstens, potenziell gefährliche Asteroiden müssen früh genug aufgespürt werden. Doch da liegt die erste große Herausforderung, denn das klappt noch lange immer nicht. So flog beispielsweise der Asteroid 2019, okay, im Juli des vergangenen Jahres 2019 unbemerkt an der Erde vorbei. Fachleute zufolge war er fast aus dem Nichts gekommen und dennoch ist er in einer Distanz von 72.499 Kilometern an der Erde vorbeigerauscht und das mit einem Durchmesser von gut 90 Metern. Rund 1 Kilometer groß dagegen ist der Weltraumbrocken 2020 QU6. Diesen hatte ein brasilianischer Hobbyastronom erst Anfang September 2020 entdeckt. 90% der erdnahen Objekte mit solch einer Größe gelten eigentlich als bekannt, doch die meisten Asteroidenbeobachtungsmissionen sind auf der Nordhalbkugel stationiert. Deswegen war 2020 QU6, der sich von der südlichen Hemisphäre genähert hatte, zunächst unentdeckt geblieben. Am 10. September hatte er dann die Erde in einem Abstand von 40 Millionen Kilometern passiert, also Entwarnung, mehr als die hundertfache Distanz von der Erde zum Mond. Dennoch schrieb die Planetary Society danach, dass diese späte Entdeckung deutlich mache, dass mehr für den Schutz unseres Planeten getan werden muss. Und das Objekt 2020 VT4 hat jetzt nochmal demonstriert, wie real diese Gefahr ist, denn dieser Asteroid flog nicht nur näher als der Mond an uns vorbei, also näher als rund 400.000 Kilometer, näher als die geostationären Satelliten mit einer Entfernung von 36.000 Kilometern, näher als die Starlink-Satelliten von SpaceX. Dieser Asteroid unterflog sogar die Raumstation ISS. Der Abstand betrug noch lächerliche 380 Kilometer. Das ist absolut nichts und es zeigt deutlich, dass Asteroideneinschläge viel, viel wahrscheinlicher sind, als viele glauben. In den letzten Jahren wurden sogar zwei, 2008 CC3 und 2014 AA, vor dem Einschlag auf der Erde beobachtet. Sie hatten jeweils nur einen Durchmesser von 2 bis 3 Metern und sind in unbewohnten Gebieten niedergegangen, also absolut Entwarnung. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein größerer Brocken tatsächlich auf der Erde einschlägt. Und mehr Zukunftsszenarien, verheißungsvolle und bedrohliche, gibt es in meinem Buch Per Aufzug in den Weltraum. Der Link ist hier, einfach draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.